Wenn Leandro aus Ecuador seine Panflöte erklingen lässt, dann wissen die Kölner, es ist Straßenfest. Und wenn die Straße Körnerstraße heißt, dann wissen die Kunstliebhaber, der Künstler Ebi Kaleda öffnet für einen Tag sein Atelier. Ja, und das ist durchaus sehenswert, denn das Chaos in dieser als Atelier umfunktionierten ehemaligen Garage ist an sich schon ein Kunstwerk. Die Bildermenge ist schier unendlich. Seine eigenen Bilder, gemischt mit denen vieler anderer Künstler, liegen und hängen und stehen überall herum. Dazwischen sieht man allerlei Skulpturen und Objekte. Einige Objekte sind von Ebi bemalt. Besonders Fahrzeuge haben es ihm angetan. Sogar sein eigenes Auto musste dran glauben. Street Art nennt er seine Kunst. Und er hat damit durchaus Erfolg, und zwar weltweit. Wir waren auch in Paris, wieder Art Capital, im Salon d'Artistes Indépendants. Da wurde eine Ausstellung gemacht, da waren sehr viele Künstler dabei. Weil ich Street Art mache, haben sie extra auf der letzten Seite gestellt. Und dann wurden Autos, Fahrräder und Skulpturen, die ich bemalt habe, Motorrad, Vespa und Kutsche und noch ein Auto, alles ausgestellt. Und das wurde auch sehr gut besucht. Ich hatte auch eine Ausstellung gestern in Südkorea im Museum. Das wurde auch vom Museum in Paris organisiert. Und ich war leider verletzt mit dem Knie, konnte ich nicht hin. Aber die Ausstellung war sehr gut und gut besucht. Und Südkorea, die Menschen waren sehr freundlich, wie ich gehört habe. Und die haben die Sachen sehr gut gefunden. Wir Deutschen haben ja ein leicht erotisch verklärtes Verhältnis zu unserem Auto und da läuft es einem schon mal kalt über den Rücken, wenn so ein schönes Kultobjekt mit Farbe bemalt wird. Ebi aber hat da nun noch einen draufgesetzt. Er hat seinen Porsche heute zum Mülleimer umfunktioniert und fordert seine Besucher lautstark auf, ihren Müll durch das offene Fenster oder durch das Schiebedach genau dort zu entsorgen. Wir machen etwas heute gegen Plastikmüll. Ich bitte euch, diese Plastikmüll da reinzuschmeißen. Das zumindest hat einen Effekt. Es erzeugt Aufmerksamkeit für das Thema Müll, insbesondere Plastikmüll. Denn unsere Umwelt ist viel wichtiger als so ein Auto. Ist gelungen, ja. Ist mal was anderes. Diese Plastikaktion hat sich wirklich gelohnt. Das war wunderschön. Haben viele mitgemacht. Und ich hoffe, dass andere Leute auch lernen, nicht mehr so viel Müll produzieren. Mit Porsche gegen Plastikmüll. Wir sind gespannt, was ihm wohl beim nächsten Mal so alles einfällt.